Und damit herzlich willkommen zum Let's Play Stream am diesen Tag mit der Dark Souls und der Annie, die neben in mir steht. Ja. Warte mal, ruf ich dich jetzt oder rufst du mich jetzt? Nee, Ne? nee, ich ruf dich. Warte mal, also das ist Probieren mein eigenes. Ich stehe in deinem, ich stehe in meinem. Okay. Ja. Das kann ja nur eine Katastrophe werden. Genau. Das ist ein neues Fancy Sword. Nee. Das ist mein neues Fancy Sword. Fancy. Ja, irgendwann heimlich werde ich auch noch mal Fashion Souls spielen oder so. Ich hätte auch eigentlich eine Rüstung, die ich super gerne tragen würde. Das Problem ist nur, ich bin damit mega schwer. Ja. Kannst du die ersten Duels aufpassen? Irgendwann, na, von rechts, ne? Ich auch direkt reinzurennen. Oh Gott, es wird wieder eng. Ich komme mal nicht mit. Sonst fallen wir gleich runter. Oder auch nicht. Das sind... Hä? Dudes? Du hast sie verwirrt. Ja. Die haben sich gedacht, die wollen dann doch lieber ein bisschen angeln hier. In ihrem Unkraut. Ach so. Die steppen die jetzt hier alle weg. Mal wieder. Naja, ich kann so tun, als hätte ich was gemacht. Du hattest deinen Shortcut schon freigeschaltet? Nee. Nein. Hast du nicht. Genau. Da war ja was. Dann kämpfen wir uns halt wieder durch. Ich hoffe, es also alleine kriege ich die Gigantentypen nicht fertig. Da kommt auch schon der erste. Wo denn? Ich sehe da nichts. Hinter uns. Einfach ignorieren. Ich würde jetzt sagen, hier so schräg durch. Wir waren ja schon auf der anderen Seite. Na, wir können ja mal gucken. Oh, Vorsicht! Voll reingedeppert. Da können wir mal gucken, ob wir durchgerannt kommen. Direkt dran? Wir sind zur Brücke. Ja, gut. Hui! Grüne Huch. Wiesen und Sonnenschein. Ach ja. Was denn bei so einer Blumenwiese? Kann ich einfach nicht anders. Kommen sie? Nee. Aber von oben. Oh. Wir rennen einfach mal, würde ich sagen. Ich glaube, er ist abgehauen. Jo. Nee, ab's. Tot hier unten. Ja, ja. Sehr schön. Hallo Geld. Schönen guten Abend. Ich hoffe, dir macht das nichts aus, wenn wir heute mal alleine spielen. Beziehungsweise, wenn wir... Ey, was ist denn hier los hier? Eins, wenn wir dann halt verteilen. Hilfe bei... Achso, heute nicht, okay. Dann hat sich das ja geklärt, weil wir wollen halt auch mal ein bisschen alleine zocken. Also dadurch, dass wir halt wir beide nur streamen, wollten wir halt mal gucken, ob wir das auch mal alleine hindaddeln. Ja, ich weiß, Geld. Ich hab's gelesen. Ich kann lesen. Will! Oh Mann, wie siehst du immer die anderen einfach an? Die sind doch viel weiter weg. Was war das? Und hier oben habe ich gesehen, müsste noch ein Item liegen. Das hatte ich tatsächlich bei mir verpeilt. Oh, der hat eine Schere. Der schneidet dir gleich deinen Kopf ab. Ach, Quatsch. Ich schau ihn in der Mitte durch. Hihihihi. Na, hast du eine Pille im Mund gesteckt? Item aufgesammelt. Ah. Und ja, hier liegt ein Item. Es ist eine Seelritter. Weiß nicht, ob man da runterspringen sollte. Lohnt sich das? Der Schatten sieht lustig aus. Ich kann fliegen! Fliegen! Ach, nee, komm, lassen wir mal. Mach ich irgendwann mal, wenn ich ein bisschen gegen die Golem-Dudes anstehen kann. Nicht in den nächsten 10 Jahren. Ach so, weil du hier nicht hierher kannst. Okay, ja. Stimmt ja, da war ja was. Mann, musst du immer bei Also, wenn du helfen wolltest, warum fängst du dann so ein New Game Plus an, so ein doofes? Kann halt nicht weil er warten. Versucht dann... Ja.
Einfach mal einen Zweitcharakter machen. Nur für Ja. uns. Das ist die einzige Chance. Du machst dir noch einen Charakter. Du spielst halt so weit, so nochmal. Nein, Normales. Quatsch, musst du nicht machen. Super. Da sind sie. Nur einer? Oder kommen gleich beide? Weiß ich nicht. Die haben Guck zumindest beide mal, wenn gezuckt, ich. als ich hier hin bin. Oh, der andere kommt Das auch ging gleich beide. mit. Und die Kleinen auch. Gleich Ja, 4 Stück. Dann rennen wir erstmal. Die Kleinen kommen ja zuerst hier. Gott, ey. Wenn er sich jetzt hier nicht umaktivisiert. ah. Meine Ausdauer wieder. Naja, großer. Voll in die Magengrube. Komm, ein Schlag noch. Ja! Gut, dann bringe ich gleich den zweiten vorbei. Mein wunderschönes Schild. Ah, shit. Gut gemacht. Schnell ausgenutzt. Die sind auch so ein bisschen tricky. Titanit. Wunderschön. Das gleich das nächste Funkelchen. Glaub mir, du wirst dir die Arbeit noch 50 Mal antun, weil Dark Souls ein tolles Spiel ist. Gemacht. Nein, die ploppen doch in der Fresse auf. Die Echsen. Ist doch Ja, egal, ob die aber gleich trotzdem, runterfällt. es ist so dieser Moment. Dieses Wichtigstes Item im Spiel Mottes-Hell. bekommen ist, ja genau. Na, also. Boys, sind da Boys da hinten? Huch. Was So, denn? besser durchgerannt. Ja. Alles Dann hier kaputt wieder hoch? machen? Ja, Gott sei Dank. Oh, da stehen nochmal Gartenboys, okay. Ich dachte schon. Ich könnte die nochmal steppen, aber das wird nichts. Die sehen so komisch aus. Was, die Gartenboys oder die Leichen? Die Leichen. Das sieht toll aus. Natürlich sieht Ja, das toll aber aus. irgendwie nicht so schlimm wie sonst. Weiß nicht. So sehen wir auch aus. Ich glaube, ich sehe schlimmer aus. Gott, dieses Krummeln macht mir echt Sorgen hier. Ach Quatsch, tut dir doch nichts. Jetzt verblutet. Liegt da hinten noch was? Tatsächlich. Da liegt ja noch ein Item. Dann rennt sie noch mal. Lila Moosklumpen, die sind gut. Ist ja gute Scheiße, ja. Oh, heute habe ich mir wieder eine Benachrichtigung bekommen, dass ich streame. Es ist doch zum verrückt werden. Zum Mäusemelken. Ja. Nicht dramatisch hinterhergeflogen. Gut. Doch kein Nisa. Oder? Doch, doch. Ich glaube, er kommt zurück. Ah. Oh, nee, doch nicht. Glück Guck gehabt. in die Sonne. Guck in die Sonne. Hier ist nirgendwo mehr Sonne. Oder ins Licht. Erstmal Shortcutten. Dann sehen wir gleich etwas ganz Aufregendes. Und zwar, wie Eve gegen einen Geist kämpft.
Also seine Klamotten haben wir natürlich auch schon geholt. Das musste einfach sein. Könnt ihr ja mal dezent ausrüsten. Halt. Ja, ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, aber naja, was soll's. Passiert. Erstmal gucken, was er zum Angeb was er im Angebot hat. Der erinnert mich so ein bisschen an We Happy Few, ne? Ja. Ja. Oh, ich sehe so cool aus. Was? Kann ich tatsächlich noch tragen, den Hut? Ist ja cool. Schaden wird's mir nicht. Grüne Blüte beschleunigt vorübergehend Ausdauerregeneration. Oh. Oh, man kann ja Köderschädel kaufen. Ja, man kann ihn doch einfach umbringen. Was? Nein, ich sag doch sowas nicht. Scharfschützenbolzen, Alter. Ah, nee, ich glaube, du musst mir ein bisschen Platz machen. Also ich bin mit ihm hier über die Brücke gelaufen, weil er Ja, das auf Bock das hatte. meinte ich ja von wegen Platz Ah ja. machen. Und da ist Eve auch schon halb tot. Uff, der schmeißt ein Ding nach dem anderen. Kann ich vielleicht was blocken? Geh weg, Anni. Ah, ich sehe es leider nicht. Kannst du auch Multistream angucken. Nee, das meine ich ja nicht. Ich würde ja so aus nächster Nähe direkt daneben stehen. Oh, Ach. tschüss. Und versuche, was zu blocken. Ja, ich bin nicht richtig weggerollt, deswegen. Du Hund, wie kannst du es wagen? Tja, da stehe ich. Ich glaube, den würde ich sogar gerne alleine machen erstmal, bis ich den down habe. Ja, sicher. Nee, dann gehe ich halt auch nur zum Shortcut. Dann treffen wir uns einfach davor. Wenn ich es dann lebendig hinschaffe. Ich gehe da jetzt zwar erstmal tot hin, aber probier es erstmal. Wir haben den Fahrstuhl nicht nochmal hochgeschickt, oder? Ist doch egal, kannst doch rufen. Musst du gerade gucken, wo es überhaupt lang geht. Shortcut, Shortcut. Im schlimmsten Fall kommen die ja mit runter. Hey, hier liegt ja mein Zeug. Mal gucken, ob sie jetzt kommen. Schade. Wow. Was? Was hat denn der für ein scheiß Movement? Ja, ist ein. Oh nein, du hast dein Zeug nicht aufgesammelt. Das ist nicht schlimm. Okay, ach stimmt, was. Ja, na gut. Okay. Das ist wahrlich nicht schlimm, dass ich das verloren habe. Es war nicht viel. Krass, was atmet. Wie der hier atmet, ey. Boah, nee. Was, wer atmet? Nee, ich hab die ganze Zeit hier zu atmen. Irgendwie im Kopfhörer und ich weiß es nicht. Ich dreh durch einfach. Ach so, du hast den In-Game-Sound auch drüber. Ich habe alles drüber. Alles, einfach alles. Das würde könnte ich zum Beispiel nicht, also den In-Game-Sound und den Chat im Ohr haben, weil dann ist auf einer Seite der In-Game-Sound und auf der anderen Seite der Chat. Das mag ich nicht. Aua. Nö, ich habe beides überall. Okay. Deswegen bin ich ja so abgefuckt gerade. Also generell diesen Ingame-Sound auf dem Ohr zu haben, ist schon echt teilweise was Besonderes. Aber holy Banoli. Holy. Oh.
Wieso sind hier zwei Fahrstühle? Oder bin ich gerade verwirrt? Ja, doch. Was? Zwei Fahrstühle? Ja, hier ist noch ein zweiter. Ach so, der ist noch gar nicht Oh. aktiviert. Oho. Achso, ich glaube, der führt in die untere Stadt. Und Versuch Nummer 3, 4. Oh. Ich schreibe mein Lieber nicht gut gefällt. Nee, mach's lieber nicht. So besonders gut gefällt ist das auch wieder nicht. Das ist absoluter Trash, was hier passiert. Was hat denn der für ein scheiß Moveset? Mahi. Bisschen Fashion Swords. Mir anzeigen lassen. Chests Umhang. Der ist eigentlich voll fancy. Ich brauche aber viel leichter alles andere und das habe ich aber nicht. Du kommst nicht mit. Oh. Das glaube ich schon zu langsam. Gucken. Das ist nicht dein fucking Ernst, du blöder Sack. Entschuldigung. Das ist jetzt Piratenfluch. Flucherei hier. Vom Feinsten, also nicht wundern. Okay. Der muss doch auch mit einer Großwaffe kaputt gehen. Das kann ja nicht sein. Der schmeißt halt ohne Ende, ohne auch mal diese ganzen Dolche. Und Armbrust benutzt er, glaube ich, noch. Armbrust, Wirbelkick von unten. Das ist unglaublich, was da alles drauf hat. Ich glaube, ich habe einen OP-Charakter gefunden. Wir sind ja nicht mehr beim Boss. Ich bin schon voll fertig. Ach ja. Dump, dump, dump. Okay. Aua, au. Was? Du Pennernase! Wie schnell ist denn das eskaliert? Stand nur auf dem Fahrstuhl und hat mich schon attackiert. Ah, dass sie jetzt gleich kommen. Na, stimmt. Ach Gott, ey. Ja gut, die E-Frey schaut so ein bisschen. Kann halt eh nichts machen. Ich hab ihn nur einmal treffen können! Was hat der mal eine Ausdauerleiste? Ja, ich glaube, die hat er tatsächlich. Die merkt man aber schön und nicht. Wapiskowski. Oh, was ein Penner. Oh, kühler Windzug. Oh. Ist es bei euch auch, also bei dir auch so warm? Nö, bei mir ist es tatsächlich irgendwie relativ kühl. You don't touch me. Sie touchen mich gerade richtig hier. Achso, wenn du bei mir bist, musst du nicht lebend da hinkommen, ne? Nee, Oder ich wollen war wir ja den schon die bei dir ganze machen? Zeit lebend, also. So, geht jetzt weg. Ich möchte noch da oben das Item gerne holen.
Och, nicht von hinten, Leute. Das kann ich ja mal gar nicht ab. Ignoriere die mal bitte. Es war so klar. Ich hab's so kommen sehen, dass es nichts wird. Du sollst die Sprungattacke machen, du blödes Mist. Oh. Oh. Sechs Gegner, aber auch einer zu viel. Dei, dei, dei. Ein Frustschluck. So, 20.000 Pünktchen. Würde ich mir mal Verloren oder was? wiederholen. Mal Ach so. gucken. Es war einfach zu viel auf einmal. Dachte ja, sie gehen alle freundlich weg und dann kam sie von hinten. Das, was sie gerne machen, von hinten kommen. Aber ich weiß, wo der Anfang von der Brücke ist. Also wenn man davon ausgehen kann, dass der DLC im Finsterwurzgarten ist, dann ist da, von wo man startet. Oh, shit. Dann ist der Finsterwurzgarten da, wo Sif ist. Das ist der Eingang vom von dem Gebiet hier. Okay. Ja, könnte Sinn machen. Puff. Oh, jetzt vorsichtig langsam einen nach dem anderen und nicht von hinten rein. Sind ja schnell tot, aber wenn man nicht rankommt. Du sollst die Scheiß-Sprungattacke machen! Der macht diese. Warum? Warum? Ich drück die richtigen Tasten. Ich drück sie auch im richtigen Moment. Der macht die andere Attacke. Ich könnte kotzen deswegen. Ich kann dir nicht helfen. Ich habe gar keine Ahnung von den Attacken. Ich krieg das eh nie hin. Weil wenn man nach vorne drückt, also gleichzeitig mit der schweren Attacke, dann macht er so einen Sprungangriff. Aber manchmal macht er einfach nur den schweren Angriff, was ich echt nicht verstehe. Oder er macht gar nichts. Das geht auch. Man muss es halt beides gleichzeitig drücken, damit das funktioniert. Ja, Oh dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Ich liebe es. Frustration und irgendwann kommt dann die Freude. Aber nur irgendwann. Ja, dann trage ich seine Kluft, ey. Wie schwer ist die? Gar nicht so schwer. Die ist wirklich. Also ich habe jetzt den Hut und den Mantel tatsächlich drinne und hab noch meine leichte Rolle. Ach so, okay. Oh Gott, oh Da ich ja eh Gott. mit der Mid-Roll arbeite, dann geht das ja. Fast ins Loch gefallen, ey. Dafür habe ich jetzt einen Wächterhelm. So, was wert. Ach stimmt, da hinten ist ja doch noch eine Seele bei dem Dicken. Ach, an dem bist du damals gestorben. Ich habe da hinten gar nicht mehr weiter noch was Genau. gesehen. Davor ist aber noch ein anderer. Oh, mache ich die jetzt noch? Ich glaube nicht. Aber Items. Oh, ey, du mit deinem scheiß Körpertreffen. Du mit deinem scheiß Roundhouse-Kick. Oh, du mit deiner scheiß leichten Attacke. Alles, alles an dir. Da macht er diesen verdammten Pfeil. Warum? Ah! Ich überlege gerade, ob ich einfach hinrenne, mir das Item hole und dann sterbe. Au. Das sind aber die 20.000 weg, ne? Noch nicht. Oh, meine Arme spannen sich Hier. total an, ey. Das ist der, den ich mir geholt hatte. Großer Pfeil. Was ist das wert? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube eher nicht. Au. Voll in die Rücken.
Da. Ich bin nicht schon wieder sicher. Oh, da ist jemand gefallen. Ach ja, und noch ein Schlückchen. Sind mir noch auf den Fersen, so ein Mist. Tja. Muss ich nur noch mit dem Ding nach unten kommen hier. Mal gespannt, ob ich das schaffe. Unglaublich, es ist reinste Blasphemie hier. So schlimm. Der lässt mich ja nicht mal attackieren, das ist das Problem. Das war ein ganz anderes Spiel mit dem Ausweichen. Gab's das nicht schon mal? Hören wir den Atmen der Bäume zu. Ja, renn in meine Attacke rein, du Bastard! Eieiei. Gehst du jetzt bitte weg, Jasper? Chester? Es ist unglaublich. Ich sehe mittlerweile auch ziemlich gestört aus. Über ein etwas. Ja! Fick dich, Bastard! Und gerade jetzt buffert der Stream. Was? Nein! Okay, den Sieg wird man niemals sehen. Aber mutig doch noch. Ich glaube, jetzt geht's weiter Doch, tatsächlich. doch, 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 doch. Alles entspannt. Hoffe ich. Nein. Scheiße. Weg. Also du bist Oh menschlich, mein ja? Gott. Nee. Aber der Weg ist einfach. Ja, das stimmt. Also. Wie lachender Hut. Chest aus Umhang. Ach Chest so, aus stimmt, ich habe auch Handschuhe. einen falschen Hut auf. Stimmt. Ich habe schon überlegt, ob das wirklich der richtige ist, aber nee, ich habe den falschen aufgesetzt. Chest aus Hose. Ich glaube, du hast den Weil, Pfarrershut ja angehabt, genau, ne? weil der hier ist mir tatsächlich zu schwer. Ah, das kann ich nicht machen. Geil, ich hab's geschafft. Puh. Also einen Umhang habe ich, aber der Rest ist nach. Na. Jetzt könnt ihr die GGs fallen lassen, also. Ah, stimmt. Komm hier. Ausrufezeichen hinten dran. Nicht vorne, sondern hinten dran. Nice. Alter Falter, So. Landverwalter. Lalalala. Gleich geht's weiter mit dem Ragen, keine Sorge. Geht jetzt erst Oh richtig ja. los. Das war jetzt nur so mal ein bisschen Stimme erwärmen und sowas. Dann geht's bei. Warte mal, wollen wir bei dir weitermachen? Ich habe jetzt hier Weil extra du was bist. hingelegt, weil ich unmenschlich bin. Ich habe doch Ach jetzt, so, ich habe das okay. jetzt verloren, quasi. Ach so, okay. Gut, dann renne ich zurück. Mach da nichts. Ich hoffe, dass ich bei neuen Flakons trotzdem noch genug habe, damit bei dir reinzukommen. Weißt du noch beim Geschichtsunterricht, wo unsere Lehrerin erzählt hatte von wegen Cockshots? Also Ja. diesen. Ja, ich weiß was. Ich kenne das selber. Es liegt hier bei mir im Haus rum. Ja, weil Chester trägt sowas. Sexy. Die Spielindustrie. Hallo Mädels. Wünscht dir auch einen schönen Abend.
Hallo, Spieleindustrie und Tod. Naja, kurzer Weg zum Feuer. Ja. Ich hab mich für die schnelle Variante entschieden. Ja. Ach, scheiß auf die 9000. So. Heute ist der Windrunner. Mit meiner Stimme Oh, los ich hier. zitter immer noch. Oh, hier steht so leer. Was? Als Achso, Charakter. ich dachte schon. Ei, ei, ei. Das können Sie mir doch nicht antun. Der ist doch tot bei mir. Du hast ihn umgebracht. Ich habe dafür seine Klamotten. Ich kann ihn jederzeit wiederbeleben. Und noch viel wichtiger, ich kann das. Im Kreis herumdrehen. Ja, das auch. Achso, ja, Praise the Sun. Ich freue mich auf die Switch-Version immer noch. Jetzt hat er einfach noch mehr Bot das noch machen müssen. Es Er kommt dann wird. im passendsten Moment. Ah, gerade so einen epischen Boss besiegt. Praise the Sun. Oh ja, Bot. Oh ja. Wer Aua! pustet denn hier? Oh. Ist mein Symbol weg? Nein. Das könnte ich sein sogar. Nein, das bist du nicht. Und tot. Das ist nur wieder. Was machst du denn? Also, vorhin hast du mich noch gefragt, was war das? So 47 Menschlichkeit? Plus zwei Doppelte, ob das reicht? Und meinte ich so, naja, vielleicht für diese Runde, für heute so. Ja. Sag mir nicht, dass ich jetzt richtig liege damit. Kommt Das noch. wollen wir nicht. Ich bin froh, dass ich nicht jedes Mal bei Jester eine benutzt habe, ne? Ja, das war die Ich renne jetzt verschwendete einfach durch. Verschwendung. Scheiß auf die 9000, ist mir egal. Ich renne einfach durch. Na, bei mir sind es mittlerweile ein paar mehr geworden, die will ich nicht liegen lassen. Bestimmt auch schon wieder ein halbes Level, fast. Fast. Ja, nachdem ich Sonntag und gestern voll die Farm-Session gemacht hatte, ja, bräuchte ich jetzt auch noch ein bisschen mehr. Da siehst du, welches Level hast du denn jetzt eigentlich? Ich bin voll mutig, mitten im Kampfgebiet. 95. Siehst du, dann bin ich sogar unter dir. 92. Echt? Wow. Und das nur mit dem Willen, weil ich ein bestimmtes Schwert tragen wollte. Aber jetzt hört doch mal auf, von hinten zu poken, ihr Idioten. Nur weil ich ein bestimmtes Schwert tragen möchte, was Wille und Intelligenz mit jeweils 18 haben möchte. Und da ich Wille und Intelligenz irgendwie gefühlt bei 14 und 9 Krummgurken hatte. Ja, 9 ist ja noch der Anfangswert gewesen. Intelligenz sogar. Aber jetzt ist mein Charakter auf 18 schlau, Was? also. Schwäche Ja. Käfer? Hört wer? Weiß nicht, steht hier davor. Achso. Hat der einen Käfer bei sich? Eigentlich nicht. Dachte ich auch nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei dem Boss hier jetzt noch irgendeinen Trick gibt oder sowas. Ausweichen. Ja. Und Geduld. Vorsicht. Vorsicht ausweichen. Vorsicht poken. Pass auf, Ritter. Okay. Brauchst Trost. Okay. Und? Achtung, vor dir, zäher Feind. Ja. Achtung, Kampf. You don't say. So. Die haben uns irgendwie nicht begrüßt heute, aber das ist okay. Ach so. Warte mal. Lach. Praise the sun. Ich piek's dich nur auf. Ja, mach das. Damit ihr uns unterscheiden könnt, habe ich mir natürlich einen anderen Hut aufgesetzt. Nicht allein da die Tatsache, dass du ein Speer trägst und ich nicht, sondern ein Großpferd. Ich habe DS3, Anni nicht. Nein. Ich habe noch nicht mal den zweiten gespielt. Ist ja sowieso Du mein besitzt den erster zweiten Run nicht mal. gerade. Nein. Vielleicht kommt das irgendwann für PlayStation Plus. Mal so meine kleine Hoffnung. Dadurch, dass Bloodborne jetzt letztens dran war, Au, wird au, das ein au, au. bisschen schwierig. Aber sei getröstet, ich habe
gerade mal Dark Souls 3 durch und Demon's Souls. Schmerz! Katzenkrallen in meinem Bein. Ja, okay. Aber das wird irgendwann mal noch kommen. Ach, da ist er. Ah, Schmerz! Das ist nicht gut mitten im Kampf. Nein! Ich halte das aus! Au! Du Bastard! Ich habe 5 Flakons dabei. Ist ja geil. Wen hat das jetzt abgesehen, dich? Ei! Okay, mein Ausweichen reicht nicht dafür. Der hat ein langes Schwert, du musst aufpassen. Ich bin schon froh, wenn ich mal an ihn rankomme hier. Oh, springt da in dem Moment weg. Ja, er ist schon Alter! ein kleiner Penner. Deswegen meine ich, vielleicht kommen wir später auch einfach wieder. Ja, das Einzige, was wir dann machen könnten, wäre Neulondo. Mit Warum dem. diese Attacke jetzt? Es ist so zum Kotzen. Du sollst auch nicht diese Attacke machen. Du sollst. Oh, mach mal. Ah, seitlich kam zu spät. Okay, jetzt geht er ab. Ah ja. Ich muss ein bisschen aufpassen. Oh. Er leuchtet. Mehr als vorher. Ah, Mist. Nein! Ah, verdammt. Weil ich beim zweiten Ausweichen auch nochmal nach hinten gehe. Das ist mein Fehler. Man muss einmal nach hinten gehen und dann gleich zur Seite. Oh, Schande, ey. Macht nichts, alles gut. Aber den können wir schaffen. Das wird noch was. Der ist machbar, auf jeden Fall. Das war jetzt gerade mal der insgesamt, Autsch. ich glaube, zweite Versuch oder so. Das ist lächerlich. Ja. Das ist nichts. Und wir haben Dann. ihn schon ein Drittel abgezogen, wenn nicht sogar über ein Viertel schon. Ja. Also, gleich wieder zu Eve. Gehen wir dann gleich wieder zusammen hin oder treffen wir uns wieder da? Können uns da treffen. Okay. Mit dem Fisch auf ihn einprügeln. Au, 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 au. Schmerz. Schöner, guter, alter Schmerz. Ich kann ja nicht sagen, dass ich nicht auf SM stehe, weil irgendwie ist es warm und kuschelig. Oh, bitte ab den Fahrstuhl nach oben. Nein, habe ich nicht gebracht. Mist. Zeit für meinen alten Zaubertrick. Der fährt jetzt aber wieder nach oben. Ah, ein Simpsons-Schauer. Naja, gut, ich habe noch nicht alle Simpsons, also ich habe wenig von den Simpsons gesehen. Wobei ich mich immer noch auf den zweiten Film freue. Das Gefühl, ich vergesse immer alles, nachdem ich es gesehen habe. Also bei Simpsons. Ich habe wirklich, wirklich viel gesehen. Und manchmal ist es so, hä, was ist das für eine Folge? Kenne ich die noch nicht? Da gucke ich so. Ah doch, habe ich schon mal gesehen. Aber ich vergesse es irgendwie instant. Es bleibt echt nicht hängen bei mir. Gut, das ist auch zu viel. Also, wie viele Staffeln sind das mit wie vielen Folgen? Das kann ich gar nicht sagen. Deswegen, also, ist ja wie mit Family Guy. Da kann ich ja auch nicht sagen, habe ich die Folge schon mal gesehen? Ach ja. Bleibt hier. Das Blöde ist natürlich, jetzt hätte ich mich eigentlich auch menschlich machen können vorher. Warum? Na, jetzt stehe ich ja eh hier bei mir auch vor Ach dem so. Tor. Ja, wenn du zuerst stirbst, kommst du eh zum Feuer. Sicher? Ach so, Ja. ja, stimmt, ging mir ja jetzt auch so.
glaub mir, ich muss hab. ich dich einfach die letzten drei Schläge machen lassen? Ich hab ja immer so diesen 1000-Fuß-Dämon gemacht. Der ziemlich einfach war man nach einer Weile. Und da war es auch so, dass es, wenn ich zuerst gestorben bin, bin ich oben aufgewacht. Wenn mein Host gestorben ist, bin ich an meiner einfachen Stelle aufgewacht. Genau. Ja. Nee, stimmt, dann kommt das dahin. Wenn man verkackt, ja trotzdem. Man verliert zwar nichts, aber man verkackt ja trotzdem. Ich zähle Ja. das aber mal nicht mit als Tod bei mir. Nein, nein, nein. Das sind halt Sachen, die Boah, ich bin mal passieren. ausgewichen. Oh, da hätte ich auch angreifen müssen, ich Idiot. Naja, schrei mich an. Was? Ja, ist ja gut. Lass mich bloß nicht weg hier. Oh, falsche Richtung. Na, was hast du vor? Was? Ich bin ja wohl 3 Meter weit weg gewesen. Ja, das ist der, seine Range ist ziemlich heftig. Ja, aber. Wieso stalkt er dich gerade? Bisschen. Wie, du hast es geblockt, du Arsch. Wieso? Manchmal verschwindet mein Cursor. Nein. You don't touch me. Wir können ja wohl den ganzen Schulhof rollen. Oh Gott, ey, ich bin gerade so angespannt. Also irgendwie kann es sein, dass es vielleicht sogar ein bisschen leckt dann. Bin mir gerade Ja, nicht ganz sicher. es kann sein, dass es leckt durch meine Leitung. Ah, shit. Autsch. Ja, ist doch gut jetzt. Meine Das muss dann der Güte. andere eigentlich gleich ausnutzen. Ja wieder ein bisschen Evil Bitch. Naja. Ist auch gerade durch die Gegend geslidet. Haha, geil. Oh Mann. Aha. Ich stehe zu Doch. weit weg. Na? Er ist machbar, definitiv. Ja. Ein bisschen mehr aufpassen, ein bisschen mehr rollen, ein bisschen mehr schlagen. Ach, ein bisschen mehr Zeit. Eieiei. So. Speckistein. Speck, Speck. Ja, erstmal rumsitzen und Tee trinken. Solange es nicht so wird wie bei den Rocket Beans, die haben Demon's Souls gespielt. Und der vorletzte Gegner im Spiel, der hat so ein gleiches Movement wie er. Also wie Astorias. Astorias ist, glaube ich, sogar ein bisschen bitchiger als King Aslan. Und das ging so weit, dass die, glaube ich, wie lange haben die dran gesessen? Zwei volle Parts mit jeweils 4 Stunden, oder waren das drei volle Parts? Wie jetzt? Mit Wo? jeweils An dem vier einen Stunden? Gegner? Ach du Himmel. Also 12 Stunden haben die mindestens dran gesessen, um den zu machen. Nee. Und sogar noch länger, weil die letzten paar Mal haben sie dann Zeitraffer gezeigt. Aber Und wie war das das? ging Die innerhalb haben drei. sich immer abgewechselt mit Spielen, mit einem Charakter? Das ist aber auch Was es Kacke. natürlich, was sich natürlich noch schwieriger macht, aber die haben den Cheesy besiegt. Cheesy? Die haben sich in die Ecke gestellt und eine Giftwolke gemacht. Und die, an der ist er dann langsam verreckt. Okay. Aber trotzdem irgendwie 20 Stunden gebraucht. Bis sie erstmal gesagt haben, okay, wir gehen jetzt auf die Cheesy-Spur. Oh, Hilfe. Ich hoffe, dass es mir nie so gehen wird. Ganz ehrlich, könnte ich nicht. Würde ich nicht. Na gut, das haben die schon seit dem ersten Boss in Demon's Souls gemacht. So cheesy spiele ich auch gerne mal ab und zu, wenn es einfach gut aussieht, aber. Ja, muss ja nicht. Solange man sie noch so besiegen kann, aber ging ja dann offensichtlich nicht bei denen. Also, ich habe King Arland geschafft, also so ist es nett. Zwar mit Hilfe, so gesehen. Die haben ja
Na gut, die konnten ja nicht, keine Hilfe rufen. Das hat das halt das Ganze noch mehr erschwert, dadurch, dass die Server abgestellt wurden. Ja, gut, Aber. das. Und ich hatte halt meine Kumpels dabei. Das hat es halt einigermaßen vereinfacht, weil der Charakter sich nicht mal auf einen konzentriert hat, sondern auf mehrere. Aber es war trotzdem meine Fresse. Tada! Ich bin King. da! Was? King Island ist echt ein Arsch. Am meisten, weil er dir noch so was Schönes tut. Ich habe keine Schade. Ahnung, wer das ist. Ich weiß. Ich finde es auch so schade, dass die da nicht mal endlich sagen: Okay, wir machen jetzt ein Demon's Souls Remastered. Weil ich würde dir das sofort kaufen und mit dir zocken. Eve, deine Chance! Nein, natürlich nicht. Aua. Hör auf. You don't do me shit. Oh Gott. Das ist nicht safe für mich, so zu spielen. Autsch. Er ist halt echt schnell as fuck, aber ich muss da doch hinterherkommen, so halbwegs. Und am meisten, du bist noch eine Schnellspringerin. Ah, ja, nee, aber mit seinem Lex teilweise hier. Okay. Also ungefähr ein Drittel, dann wird der immer ganz lustig. Ich bin halt aber auch jemand, der gerne halt Sprünge nach hinten macht, anstatt zur Seite. Was, wohin schlägt denn der hin gerade? Jedenfalls muss ich mir Ausdauer mehr regenerieren lassen. Ja. Du hast wesentlich mehr als ich. Jetzt ist er wieder auf mich. Ist er so weit weg? Poke. Ist er wieder auf dich? Oh. Nein! Es war ein Fehler. Ich hab's schon gar nicht. Ich dachte so, ja gut, dann spielt er jetzt mit Eve. Viel Spaß und so. Na. Na. Gut. Was macht er Nee. jetzt? Nochmal das Ganze? Das hat er doch ein paar Mal gemacht beim letzten Mal schon. Ja, der ist sogar ständig gemacht. Ich glaube sogar ein bisschen häufiger. Gut, ich wollte ja zurück. Ich habe ja nie was anderes behauptet, ne? Also wir könnten auch nach Neulondo, wenn du möchtest. Ey, komm, sei mal probiert erst. Wie oft warst du bei Chester? Das da. Den kriegen wir heute noch. Er muss einfach fallen. Ich da meinen Controller nicht mehr halten kann, weil ich zu sehr zitter, dann weißt du Bescheid. Ja, nach einer Weile geht's tatsächlich wieder weg mit dem Zittern. Also ich habe das ja auch gehabt, als ich, glaube ich, den Tausendfüßer das letzte Mal alleine gemacht hatte da. Da war ich auch erstmal völlig durch. Und dann ging das aber für, ich weiß nicht, dann die restliche Stunde oder so. Da war ich dann wieder so halbwegs entspannt. Aber das dauert auch. So Adrenalin pumpt dann erstmal durch und dann ist es erstmal aufgebraucht. Apropos, warte mal. Kommt was? Fortnite? Nee, ich hab das mal probiert. War Battle Royale okay. Scheiße, zock ich nicht. Aber ich muss sagen, meine Mitspieler waren so mäh und dann hatte ich irgendwie auch keinen Bock und ich hab einfach nur gedacht, vielleicht mache ich irgendwann nochmal, wenn es das mit den Zombies rauskommt. Weiß ich auch nicht, wann das jetzt ist. Aber es hat so eigentlich keinen Das Spaß gemacht. musst du bezahlen, das Zeug. Nee, Battle nee, das, Royale ist. das ist tatsächlich kostenlos, dieser Zombie-Modus. Aber alles andere kostet. Das war genau andersrum. Der Battle Royale ist kostenlos und der Zombie-Modus kostet. Nein. Sonst hätte ich den Zombie-Modus schon längst. Der war noch nicht draußen. Also es hieß, der kommt irgendwann raus und der wird dann auch kostenlos sein. Also kann auch sein, dass ich mich, oh, das ist das, was ich weiß, das ist das, was ich da gelesen habe. So. Weil anfangs war er halt nicht kostenlos. Und da haben sie auch alle wie blöd bezahlt. Und dann kam auf einmal der Battle Royale-Modus und der war kostenlos. Also. Aber es interessiert mich eh nicht so Aber da sehr. gibt es auch genügend Modi, die ich nicht mag. Also, wie gesagt, das mit den Zombies würde mich interessieren, aber ich mag halt solche. Da kann ich dir 7 Days to Die empfehlen. Ja, ich weiß, aber das ist mir zu realistisch. Ach genau, rette die Welt.
Ist das jetzt, oder das war kostenlos? Weiß gar nicht. Weiß ich nicht. Musst du mir jetzt mal sagen, Spielindustrie. So, ich glaube, ich muss Muss man aber. nur kaufen. Okay. Ja, genau. Das Also ist es. mir neu, dass man das, also dass man halt diesen Zombie-Modus nicht kaufen muss, weil an sich war Battle Royale, Quatsch, Fortnite, das Hauptspiel musste man kaufen. Also Also, nee, als bei rauskam. Fortnite ist ja das Gute, das ist immer schon kostenlos gewesen und wird es auch bleiben. Das ist das Gute bei Es Fortnite. war anfangs, nicht kostenlos. Okay. Ich kenne zwei Idioten, die haben es bezahlt. Die haben mir nicht geglaubt, dass es kostenlos wird. Okay, das ist dann traurig, aber das ist halt das Gute im Vergleich zu PUBG. Weil PUBG ist dann wirklich, ich sag mal, Müll. Also weil das muss man bezahlen, das ist trotzdem genau das Gleiche. Und halt realistisch. Fertig. Also all diese Sachen. Da muss man noch kaufen, ja, und dann wird es irgendwann kostenlos. Deswegen meine ich, wenn das dann rauskommt, also, wie gesagt, keine Ahnung. Ewigkeiten her, aber ist echt nicht die Welt, muss ich dazu sagen. Wieso ich? Nein, doch nicht ich. Falsch Wenn ich in seine ausgewichen. Scheiße laufe, ist das schlimm? Scheint nicht. Oh, das war knapp. Schreib mir nicht an! Oh, Gott sei Dank springe ich aber die ganze Zeit umher. Da leckt er dann auch in mein Gesicht. Nein, ich habe doch zur Seite gedrückt. Ha, noch erwischt. Was ist das? Was soll das werden? Free to play. Ach so, okay. Ja gut, dann. Ah! Nein! Einbetonierter hat er mich. Truffiauen. Und ich könnte tatsächlich noch Schaden machen, obwohl du gerade am Sterben warst. Okay, dann während Eve gleich wieder herrennt, ich bin mal ganz kurz weg. Ja, weil ich auch wenn. Ja, Fortnite, die Community hat es für mich kaputt gemacht, so ein bisschen, und das ist halt Battle Royale mitunter ist. Ich weiß, ist der Rette die Weltmodus so auch mit Battle Royale? Also, dass da die Leute da auch mit reinkommen? Weil das verbinde ich mit Fortnite, diesen Battle Royale Modus. Und deswegen ist es für mich so ein bisschen. Pff, ich will ja lieber 7 Days to Die. Ich glaube, Conan Exiles ist genauso ein guter Koop oder sämtliche anderen Koop-Spiele. Also. Ich weiß nicht, ich kann zu Fortnite nichts sagen. Es ist so. Also, außer dass es für mich so doof ist. Naja, wenn man bedenkt, dass ich so die meisten Mainstream-Spiele eh nicht mag. Dann ist es ja. Ach, bei welch. Wo ist die Community nicht kaputt? Sind wir doch mal ehrlich. Auch nicht schlecht, auf dem Weg hingestorben. Blub, blub. So, was kam Hallo. noch? Cooler Koop. Die Community ist echt kaputt. Leider. Ja, gut. Bisschen salty, ne? So wie alle anderen Spieler auch, die so sind. Ja, ich habe dafür heute mal wieder eine Runde Dead by Daylight gespielt. Ich habe mich seit Ewigkeiten auch nicht mehr angefasst. Hatte dann erstmal das Problem, ich kam in kein Spiel mehr rein. Verständlich irgendwie so, ja, Okay. Anti-Easy-Cheat, bla bla bla. Bläh, Okay. ja. Okay, ich habe mir halt dieses VFX runtergeladen, damit es ein bisschen hübscher aussieht und so weiter. Hab gedacht, okay, wenn ich das vielleicht rauspacke, nee, im Endeffekt habe ich es neu installiert und dann hat auf einmal alles geklappt. Sieht zwar nicht Oh. mehr so schick aus, aber ich habe halt festgestellt, ja, rennen noch die Hälfte Idioten rum und die andere Hälfte, die es dann können. Also, andere Hälfte war dann ich und noch irgend so ein Bill, der war ganz gut drauf und dann waren da zwei andere, die waren so Insta-Death und der andere ist einem hinterhergelaufen. So, okay. Was will man mit solchen Leuten machen? Hey, so wie ich. Also sie ist Insta-Death. Ah, nee, aber das war. Wieso? Das muss nicht sein. Es war aber an sich trotzdem eine gute Runde. Also, guter Killer, so eine Nurse, ist halt mega schwer, die zu spielen. Dafür war sie echt gut. Also, ich kenne das halt Okay. selber als Nurse. Ich wurde damals
zum einen Teil ausgelacht und zum anderen dann wurde mir tatsächlich geholfen, so ein bisschen von den Survivern, weil es echt traurig war. Aber so nochmal apropos kaputte Community. Ist dann nicht der League of Legends der Zeitstreuer der Communities? Nicht mehr. Ist wirklich bei allen so. League of Ja. Legends vielleicht eher, weil es bekannter ist. Also ich glaube, auf Twitch läuft viel mehr und da wird auch viel mehr geguckt von League of Legends als von irgendwelchen anderen. Ich meine, Heroes of the Storm ist genauso. Man darf sich einfach nicht drauf einlassen, gut ist. Ja. Am Ende sind es dann doch 14-Jährige oder 12-Jährige. Das ist so. Und jedem hat Was? eine Mutter ficken. Ah. Wie die einem das vorschlagen oder so. Oder die das Ei abschreit, das Ei und das Ohr abkauen. Ah, naja, oft genug habe ich es halt wirklich erlebt, dass das wirklich Kinder waren. Deswegen war ich dann so teilweise abgeschreckt. Ja, wie Zapple gerade meint, alle PvP-Spieler haben nur eine kaputte von, also Community. Na, deswegen einfach mit Freunden spielen, sich freuen. Ja. Übrigens kam noch ein gutes. Gutes, na, muss ich mal sehen, ob das wirklich so gut ist. Nennt sich Desolate. Au. Voll reingerannt. Aha. Das ist auch mehr so Horror-Ego-Perspektiv. Man kann aber zu viert rumrennen. Ah, die kleinen Beste Kiddies. Multiplayer ist immer noch hier auf Stardew Valley. Ja, das ist top. Oh, bleib doch mal stehen. Nein, der hat mich gern. Oh, Eve fliegt aber auch nur hinterher. Ich mach den hier im Alleingang, weil ich meine wegrolle. Ja, ich versuche zu attackieren. Aber ah, entweder Schwert Großschwert ist ist zu nicht lang kurz. genug. Jetzt aber. Ich bin zwar voll in seine Attacke gestürmt, aber Wow. ob noch. Jetzt kam ich aber auch nicht an ihn ran. Ich bin da ausgewichen. Ich sehe mal nicht. Lass mich in Ruhe. Ich muss mich heilen. Ich mach du mal. Ah. Er kämpft doch schon mit einem Arm. Er hat doch voll Handicap hier. Will mir das nicht mit zwei Armen vorstellen. Am meisten, das ist seine linke Hand. Ja. Nee, das ist seine Kämpft nicht mit rechte. seiner Schwert. Achso. Also wenn er jetzt Rechtshänder ist, dann hat er schon das. Okay, das war jetzt ein Drittel. Auf mich, auf mich, auf mich! Nein! Lass sie in Ruhe. Ich hab grad voll ins Mikro geholt, es tut mir leid, Leute. Ja, die macht er dreimal. Stimmt, nee, jetzt hat er es zweimal gemacht gerade. Klimmt das so, also. Nein! Nein, das war ein Todesschrei. Nein! Hast du die nicht geheilt? Wieso? Er hat einen Instant-Kill gemacht. Oh, jetzt haut er mich jetzt auch Aber noch hey, kaputt. knapp die Hälfte, knapp die Hälfte. Ja. Also ich würde jetzt sagen, das Glas ist halb leer, aber ist okay. Oh Mann. Aber ich glaube, wenn wir bei der Strategie bleiben, dann wird das was. Annie rennt weg. Die haut Annie lenkt drauf. ab und Eve haut drauf. Ohne selber gehauen zu werden, am besten. Ja, das Ausweichen. Also den Typ muss man einfach nur irgendwann timen und dann wird das was. Und das muss man halt ein bisschen lernen, ein bisschen wiederholen und dann irgendwann Dark Souls eben, Ja. ne? Wem erkläre ich es überhaupt? Ach so, er ist ein Linkshänder. Oh. Er ist links ja so ein Dreck, aber auch. Ach so ein Pech für ihn, dass er ein Handicap hat. Warum ist er immer so gut? Kämpfen ist rein. Am Ende kämpft er nur mit dem kleinen Finger oder so, weil auch seine restliche Hand gebrochen ist oder sein Arm oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Ach Mann, ey. Warum eigentlich? Wieso? Gab es nicht sogar so eine Sache? Ach ne, das kann ich erst später klären, wenn mal. Ach sorry, dass ich irgendwann mal besiegt haben. Ich glaube, da gibt es ein schönes Gimmick, wenn man den besiegt hat, seine Rüstung trägt, beziehungsweise noch was anderes gemacht hat, dann
erst Sif bekämpfen und dann passiert was ganz Tolles. Also quasi Sif aufsparen bis dahin. Genau. Ah, okay. Ja, also wenn ich hier einmal mit einem Run durch bin in Dark Souls, dann werde ich mir tatsächlich mal mich vors Klemmbrett setzen und hier Dark Souls Wiki aufrufen und dann mal ein paar Tage nicht da durchlesen. Was man alles wo verpasst hat, storytechnisch sich ein bisschen durchlesen, weil ich glaube, viel von der Story ist tatsächlich in der Item-Beschreibung und auch sonst irgendwie eher versteckt. Also ich glaube, das ganze Worldbuilding hier ist alles, also die ganze Lore ist alles so ein bisschen. Es ist da, aber man muss es finden. Er ist halt, die Story ist halt sehr versteckt. Also man kann es stumpf ignorieren, indem man einfach nur die ganzen Viecher totkloppt. Oder man. Weiß es halt. Genau, also man liest sich halt jedes Item durch Naja, und hat also Spaß daran. mein Sonnenhut-Made-Kopf war jetzt nicht so die Welt, aber hat mir jetzt nicht erklärt, warum Solaire jetzt unbedingt auf der Suche nach der Sonne war und dann sich die auf den Kopf gesetzt hat. Glaub aber die Quest. Ich glaube, das geht noch ein bisschen weiter. Obwohl er tot ist. Nee, bei dir nicht mehr, aber bei mir. Ja, das kann Ich ich mir glaube, wenn gut man halt die vorstellen. Quest, wenn man die Quest dann halt weiter fortschreitet, dann kriegt man so einiges noch raus. So meine ich das. Na! Oh! Zu spät oder zu früh, ich weiß es nicht. Ah, ich habe jedenfalls daneben gepokt. Na, Digga, wollen wir spielen? Nee, nicht mit mir. Ich treffe auch nicht? Ich wollte schon sagen, nächstes Einschlag will ich noch landen. Richtung wieder ausgewichen. Ach, komm schon. Heil dich! Wird das? Achso, er hebt ab, er hebt ab. Wir könnten ihn auch mal anvisieren. Au! Ah! Aber uns beide erwischt diesmal. Die Dorfdeppen hier. Keiner gesehen, was ich hier versucht habe. Hoffentlich nicht. Ja, falsche Richtung! Falsche Richtung! Falsche Richtung! Nein! Warum mach ich das nach hinten Nein! weg? Warum mach ich nicht zur Seite? Warum nicht einfach Also zur tatsächlich ist Seite? Seite schwierig. Tatsächlich ist es einfach nach hinten zu springen. Oh ja, Ich genau, weiß dafür aber, gibt wenn es man das das. New Game Plus. Und das NG plus plus und das plus 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 und dann das 4 plus und das 5 plus und das habe ich wieder rangesetzt, um die scheiß Mächtigkeit einzunehmen. Erst ab, glaube ich, 7 plus wird es nicht mehr schwerer. Was? Ach du Himmel, ja, schon zu hören. Also so viel Zeit werde ich jetzt nicht investieren. Ich habe ja jetzt auch Skyrim für Kinder gespielt, also Cat Quest. Ist einfach mega fucking cute. Und da gibt es natürlich dann auch, wenn man es einmal durchgespielt hat, so, ja, ich mach so Level 100 oder so, weil ich da schon fast. Kann man halt nochmal extra Pro-Runden spielen. Da kann man sich noch Modifikator dazu nehmen. So, ja, spiel mal nur auf Level 1 durch. Oder Handicap, du hast nur 9 Leben. Da das Spiel an sich ja schwerer ist, habe ich schon beim, also in der Hauptstory gleich beim ersten größeren Kampf verkackt. Also da ich schon erst mal das erste Leben verlassen und dachte mir, okay, gut, level ich erstmal ein bisschen. Hab's es doch deinstalliert. Ist es einfach nicht wert, ganz ehrlich. Da müsste mit Oh. jedem Modifikator einmal durchspielen oder so, damit man noch eine Oh. coole Rüstung bekommt und am Ende habe ich sie und dann ist es wieder so, ich bin auch jetzt aber fertig und das bringt mir dann doch irgendwie wieder nichts mehr. Oh nein. Eve kommt bestimmt gleich wieder. Eve kommt bestimmt gleich wieder. Das ist genau die gleiche Uhrzeit, gleich wie beim letzten Mal. Vielleicht 2 Minuten weniger. Ich hoffe, es hält durch bei ihr, das Internet. Sie ist mir schon zu lange weg gerade. Ah, das Bild geht weiter, das heißt, sie kommt gleich wieder. Oder? Offline, scheiße. Gar nicht gut. Na, vielleicht spielt sie ja so noch nebenbei weiter, dann. Also wenn ihr es nicht seht, dann wenigstens bei mir. Multi-Twitch ist ja immer am Laufen. Ist sehr bescheiden. Aber ich denke mal, ihr Chat wird trotzdem mit weiterhin offen sein. Also könnt ihr da locker reinschreiben. Tja, da ist er. Hat's abgeschmiert.
Ja, es ist komplett abgeschmiert, ey. Guckt mal kurz eben, ob die Übertragung okay ist, ob ich das jetzt nochmal neu starten kann. In niedrig. In Pixel. Ist mir dann egal. Aber es ist dann halt abrupt abgebrochen und sowas hasse ich, ey. Scheiß Provider hier. Oh ja. Ist jetzt halt nicht so ein hübsch, aber ist egal. Hauptsache man sieht was. Na, ich habe einen grünen Streifen drüber. Ach Mann, ich hasse das in meinem Laptop. Das liegt tatsächlich an der Qualität bei mir. Jetzt buffert's auch noch, Alter. Was? Ja, Stream war wirklich putt. Sorry, Kommissar. Was ist der Stopp. Channel von der Eve? Das ist Cruel Eve, genauso wie es auch mit in der Beschreibung steht. Genau. Also sie ist wohl auch wieder online und so, Ja. das läuft. Also sie läuft vor allem auch und ja. Holy moly. Was soll das Meine denn? Nachbarn sind zurück und poltern erstmal rum, ey. Richtig geil. Ach, wie immer. Es waren jetzt 2 Wochen richtig Ruhe. Jetzt sind sie zurück und boah, erstmal fällt mir die Decke auf den Kopf hier. Das Schlimme ist halt, die haben irgendwie auch mindestens ein, zwei Kinder, ich bin mir nicht sicher. Ich bin wirklich nicht sicher. Und es schreit einfach immer nur laut rum. Dann kommen von draußen noch irgendwelche zu Besuch dann. Die schreien dann einfach nur laut rum, die Kinder. Die Erwachsenen schreien dann auch rum. Also zumindest der eine Dude, der damit wohnt, ab und zu mal, keine Ahnung. Und die sind einfach nur laut. Und es knarrt ab und zu immer so ein Schrank, so eine Tür, so. Und das geht dann so 10 Minuten. Ab und zu mal ein paar Mal am Tag. Das ist kein Bett, das ist wirklich nur eine Schranktür. Ach ja, Du so. hast schon lange den Stream nicht mehr. Du hast noch gar nicht den Stream gepostet. Also den Bot meine ich. Ja, das liegt bestimmt daran, weil ich ja alle 4 Sachen habe. Ah, es kommt ja random rausgeputzelt, ne? Ja, also normalerweise, er wird sich auf jeden Fall abwechseln. Aber dann müsste ich halt die anderen Sachen mal ein bisschen weniger machen. Könnt ja hier zum Beispiel mal Discord weghauen. Weil wen es interessiert, das steht immer unten drunter. So, geglitzt hat er eh gerade. Dann wird, denke ich mal, demnächst auch der Multi-Twitch nochmal angezeigt werden. Bin beleidigt. Bleib, 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 bereit. Ja! Im richtigen Moment weggejumpt. Damit hat er nicht gerechnet. Pogi doch! Ging nicht. Oh, wieder in die falsche Richtung! Ich komm nicht weg! Dafür habe ich ihn gepokt. Oh. Ich weiß nicht. Okay, das war Aber das da. Das komme ich war nicht mehr Gott. ran an ihn oder will ich nicht? Ah, jetzt hat er sich zu mir aber umgedreht. Oh, falsche Attacke! Hä? Ich hätte ihn treffen müssen. Aber 150 pro. Au, 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 au. Ich, Man kann natürlich Anis Back Discord beitreten. Und Ja. meinem natürlich auch. Das Problem ist natürlich jetzt, wenn du über PlayStation guckst, wird dir mein Kanal nicht angezeigt. Also wenn du, dann müsstest du mal auf Twitch direkt gehen. Da steht das alles unten drunter im Profil. Da kannst du mich auch bei Steam adden, wenn du lustig bist. Wenn du denkst, du hast noch nicht genug Freunde, die ständig irgendwas spielen. Wenn sie. Also, Ja, ich ich bin da werde zu kurz. gefühlt ständig online und habe auch noch Platz für Freunde. Okay, das war jetzt zu gierig. Nein! Alter, du Penner! Lass mich bloß in Ruhe. Nein! Geh weg, geh weg, geh weg! Hat er gemacht? Okay. Okay. Nächste Phase irgendwie. Heile ich mich nochmal? Nee. Boah. Schon ein bisschen arschig, ne?
Ha. Es wird doch immer besser hier. Mann, nein! Brauch grad mehr Ausdauer. Immer diese verdammte Fetch-Attacke. Ich bin aber so froh, dass ich immer mein Schild hochhalte. Wenn ich nicht ab und zu nur einmal poke oder sowas, ist mir so egal. Warum machst du nicht diese? Geh Er doch. hebt ab, er Weg, weg, hebt weg, ab. weg, 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 weg. Er hat Bauchschmerzen und explodiert. Oh, oh. Okay. Nein, 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 nein. Oh Gott, ey. Tadü, da. Aber man merkt schon, er wird ein bisschen langsamer, oder? Ich habe das Gefühl, er wird schneller, aber ist okay. Oh, der nächste Schon Mensch wieder? wird. Achso. Ich hasse es, weil dann immer mein Dings weggeht. Nein, 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 nein. Oh, es waren noch zwei Balkan. Zwei Balkan. Da-da-dams. Ah, aber wir waren knapp, das ist, Anni, das Ich ist ein weiß, man kann das schaffen. Kampfausfall. Ich, das ist so. Das ist Dark Souls Eve. Man kann das schaffen. Nur hart genug versucht. Und Was habe ich ganz, am Anfang ganz. gesagt? Das, wenn man es oft genug macht, dann hat man es auch. Da hebt's Das ist ab, aber ey. bei dir. Ja, und dann nochmal bei mir. Aber dann haben wir ja schon geübt. Das ist ja nicht so, dass wir nicht aus unseren Kämpfen lernen. Man hat ja wirklich ständige Lernerfahrung. Und es ist ja ein wunderschönes Spiel und wir lieben es und man kann trotzdem Mein Stream schreien. kackt gleich wahrscheinlich schon wieder ab. Du kommst ein bisschen abgebröselt ab. Aber naja. Ach ja, ich habe die ganze Zeit auch immer meine Mailbox im Auge, weil ich ja eigentlich jetzt ein neues Emote hochgeladen habe. Was voll süß aussieht, finde ich. Ich habe es voll Ja. gut gemacht. Ja, der Fuchs sieht so süß aus. Ist auch ein Eigenlob Fuchs. stinkt. Aber egal, das wird wieder 3 Tage dauern, bestimmt, bis es fertig ist oder so. Ich Ist hasse das es. eine Katze oder ist das ein Fuchs? Das ist ein Fuchs. Ich weiß, also es Was wurde denn? vorgeschlagen, eine Katze zu machen, aber es war dann so, ja, Katze. Ja, was für eine Katze. Also ich hätte jetzt die nach quasi meiner Katzenart machen können, aber es war im Endeffekt so, ich bin so ein Fuchsfanat. Ich mach da jetzt einen Fuchs hin. Fertig. Macht das nicht. Da man meine Ohren, meine Fuchsohren eh nicht erkennt, habe ich ihn einfach einen Fuchs genommen. Sieht süß aus, muss reichen. Ja. Ein wunderschönes Hacky-Mode. Also, wer Amazon Prime hat, kann ganz einfach so mich abonnieren und freut sich. Eigenlob ist okay. Aber nur in gewissermaßen. Also so Nur wenn man in Grenzen. einem einzelnen Einzelraum sitzt und die Stinke, das Gestinke selber ertragen tragen muss, ne? Ja. Nee, aber ich kann ja sagen, dass es gut aussieht, weil ich halt auch schon Feedback bekommen hatte von ein, zwei Leuten. Deswegen darf ich erstmal so zugeben. Wenn ich Dark Souls mit Dark Souls 3 irgendwann schon total hochgepusht ist. Jetzt war Eve mal abgehackt. Dark Souls 3 ist aufgepusht, so. Achso. Ach Mann, ey, ich hoffe, es kackt nicht gleich wieder ab, weil der Stream will schon wieder nicht bei dir. Darf von mir aus abkacken, aber nicht die Party. Ah, jetzt bist du ein bisschen. Also, dich hört man jetzt, aber jetzt bist du wieder irgendwie in der Qualität runtergestuft, in deiner Sprachqualität. Ja, und du bist gerade aus meiner Welt wieder verschwunden. Ja, ich war auch gerade so, hä, what meant? Darf ich? Was? Ach so, jetzt. Ah, Jetzt ist die okay. Übertragung wieder tot. Hallo? Hallo? Jetzt macht das Sinn. Jetzt bin ich in deiner Welt erst gewesen. Oh Gott, dieses Spiel. Nee, das ist mein Internet. Ja, ich Das ist weiß, das aber Problem. ich war gerade verwirrt, weil so, hä? Wenn ich aus deiner Ja, weil mein Welt raus Stream hat sich bin. auch schon wieder verabschiedet. Das ist so. Mann! Ja, oder wir versuchen jetzt nochmal bei mir. So alternativ.
Moment, ich starte den gerade nochmal. Es hat eine Weile echt gut funktioniert noch. Also lief ja noch eine Weile ganz gut. Und Spielindustrie, falls du jetzt auf dem Discord-Server bist, ich habe keine Ahnung, ich sehe das vielleicht da später mal irgendwann. Du kannst auch gerne Vorschläge machen, wenn dir irgendwelche Kanäle oder Redeecken fehlen oder irgend sowas. Weil der ist noch ein bisschen in der Anfangsphase, da ist noch nicht viel gemacht. Hast du dein Zeichen nochmal neu gelegt? Genau, das war nämlich mein Problem. Weil ich ja noch in deiner Welt war, ging das nicht. Ich habe mich jetzt alles aufgeregt und dann doch noch vergessen am Ende hier. Mach erstmal Werbung und danach spiele ich weiter. Aber wenn wir den heute wenigstens einmal legen, können wir sagen, wir haben was erreicht. Also Dienstag ist echt nicht der beste Tag, aber Nee, ja. Dienstags war seit Bloodborne nicht unser bester Streamtag. Aber dafür, ich hab mir das immer donnerstags, ne? Ja, also spätestens Donnerstag läuft es dann wieder. Ich glaube, aus reiner purer Verzweiflung würde ich mich irgendwann mal dann hier hinstellen und anderen Leuten helfen. Aber Nur das um ist den dann. zu nur zu üben. Ja. Also so heimlich. Dann hat man so 5 Level noch mal geschafft. Innerhalb von einer Stunde. Weil die können das dann. Man kommt nur mit rein, um da die Punkte abzufarmen. Okay. Ach Mann. Ich poke immer zu früh. East Streamput. Ja. East Stream ist wieder da. Ja. Ja, bin doch schon wieder da. Ich glaube, ich konzentriere mich mal jetzt Oh. nicht auf den Chat fürs Erste. Nee, ich guck da auch nicht hin. Tut mir leid. What the hell passiert hier eigentlich? Ah, shit. Ah, du lebst noch. Ja. Und er sammelt seine Energie. Mein Zeug liegt da so ganz. Unbeholfen. Ja. Er ist jetzt gar nicht gesprungen diesmal. Au. Aber er springt gleich auf mich rauf. Ja, falsche Nein! Richtung, Annie. Ja. Ich dachte jetzt einfach nur ein bisschen Abstand, dann wird das reichen, aber ich hätte nicht gedacht, dass er nochmal von oben rausspringt. Dum, dum, dum. Dann eben hier lurken. Ja, völlig okay. Jetzt hab ich mal verkackt, das darf ich auch mal. Ja, natürlich. Ah, bin lange genug durchgehalten hier. Ach, warte mal, ich bin doch menschlich. Bin ich denn bescheiden, ey? Ah, das nehme ich mit. Ich mach dem jetzt einfach einen Alleingang fertig, dann auch mal bei mir weiter. Oh, nee. Wieder falsche Richtung. Und danke, die Spieleindustrie, fürs Followen. Eieieiei. So, mal gucken. Waldspaziergang hier. Ganz einfach durch hier. Also bei Eve passiert ja eh das Gleiche. Ja. Also, falls es das nächste Mal ab. Ab Annie mit. Au, das hat jetzt weh im Ohr. Bist du wieder da? Ja. Geht ihr weg? Ihr geht weg. Ich hatte den fast wieder nach oben geschickt. Ich frag mich echt gerade, warum er jetzt wieder unten war. Wer hier nochmal rüber getrampelt bin? Nee, das ist egal. Hat ja nicht geleuchtet. So. Aber hey, guck mal, Eve, du hast heute schon Chester besiegt. Du hast deine wunderschönen Klamotten. Wir können jetzt nicht sagen, dass wir nichts geschafft haben. Nö, also ich denke nicht, dass diese Kämpfe gegen Astoria totaler Misserfolg sind. Wir lernen ja daraus. Ja.
Oh. Super, ich kämpfe schon gar nicht mehr mit Schild. Das stimmt. Aber ich will nicht drauf verzichten. Also, bei mir hat es echt schon zu oft den Arsch gerettet. Ich brauche den Ja, einfach. ist doch nicht schlimm. Jeder hat seine eigene Spielweise. Nur durch den 1000-Fuß-Dämon habe ich halt ziemlich gut gemerkt, ich bin doch besser, wenn ich. Oi, jetzt ohne Schildkämpfer. Also auf Zweihand. Ich mache einfach viel mehr Schaden. Oh, was ist denn jetzt schon wieder los hier? Energy Drink. Praise the Sun! Mach die einfach Eine kaputt. Kohlensäure. Ja, genau. Endendes Kohlensäure. Ach ja, ich werde angerufen. So, ich hoffe, ich fliege nicht wieder raus. Nee. Weil manchmal bist du auch durch die Party ein bisschen leiserig. Falsche Richtung hier. Ich kann das auch. Wie nice. Lol, es hat so gut gepasst. Entschuldigung. Es ist so lustig, dass man diesen schwarzen Wabergedöns da durchsehen kann, ne? Ja, das macht mir aber eher Sorgen. Weil ich habe schon ein bisschen. Ach so. Artorias. Hä, der ist auch gar nicht ausgewichen diesmal. Schrei mir nicht an! Ich kann damit nicht umgehen. Wieder. Also wie bei ihm lerne ich jetzt natürlich auch Rollen zur Seite. Das Hä? Jetzt schon? Oh, stimmt. Weiß nicht, Eve, weißt du, welches Schild du hast? Schwarzritterschild. Wie viel zieht denn der bitte ab? Nein, ich will es nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Nee, das ist das Schwarzritterschild, was ich da habe. Durch Geld gesponsert. Wieso? Blob. Ich überhaupt das Graswappenschild. Ach, wenigstens habe ich wieder voller Energie hier. Ja, ich hab das Graswappenschild. Ist das nicht sogar besser? Nee, das ist schlechter. Über 10. Alter. Das Graswappenschild erhöht die Ausdauerregeneration. Okay, das ist auch echt geil. Ja, ich glaube, dann ziehe ich das doch an. Erhöht es das auch, Seitenlast. wenn ich das auf dem Rücken drauf habe? Naja, du hast es drinne, oder? Was sagt denn das? Beschleunigt damit einfach. Ja, keine Ahnung. Gute Frage. Ah, da hat jemand die Commands gefunden. Auch gut. Sieht Stimmt. aber nicht so stylisch aus. Oh ja. Das ist aber tatsächlich für mich leichter zu tragen. Oder? Nee, ist es nicht. Das ist genau gleich. Ich glaube, ich nehme das tatsächlich mal. Und ja, oh, ja, oh. Aber danke für den Hinweis. Nehme ich auch gleich mal. Ich leuchte. Ja, praktisch, wenn Dark Souls Speaky im Chat mit rumhängt. Ja, also manchmal, danke, ne? Solche Hinweise, Tipps, so, ich habe mir echt gefühlt noch nie ein Item durchgelesen. Gefühlt. Vielleicht schon drei oder so. Das ist bei Dark Souls, glaube ich, nichts. Ach ja. Jetzt leckt sogar mein Spiel schon. Da fühlst du dich gerade wieder besser an. Vermutlich teilt sich dein Internet immer so ein bisschen auf, so zwischen, na, was übertrage ich jetzt an Sprache, an Stream
in Verbindung jetzt mit mir. Ja, und dann ist auch das Problem, ich habe meinen PC noch an, da ist der Multi-Twitch offen. Aua. Ja, das ist ein bisschen viel, was meine Leitung gerade macht. Dann hängt da wahrscheinlich unten noch einer mit an der Leitung dran. Saugen alle dran. Hat noch irgendjemand eine eklige Ja. Metapher? Oh. Ja, das Problem ist, auch die PlayStation ist nicht über LAN-Kabel, sondern über WLAN drinne. Ja Was gut, das Ganze ja auch wieder das schwerer macht. habe ich aber auch. Ja, natürlich. Ich Überleg hätt's gerade. gerne über LAN-Kabel, aber. Dafür bräuchte ich erstmal eigenes Internet. Ach ja, das Internet hier in Deutschland, das ist ja echt besonders. Hab genug Leute, die deswegen auf so viel verzichten müssen. Mann, du Penner! Nein! Er asphaltiert mich. Schon mal gut an. Weil mir danach doch die Rolle irgendwie passiert ist. Ha! Getroffen hat. Ich hab. Oh, weil ich mich wieder von meinem Fuck-PC ablenken lassen hatte. Ich Nein, Idiot. mach das nicht. What the hell? Das ist doch manchmal echt nicht normal hier. Och, Mann, komm schon, das zählt doch echt nicht. Warte, ich lebe noch! Okay. Ah! Aber jetzt ganz schnell noch einen zweiten Schluck hinterher. Oh nein, ich habe noch einen dritten genommen. Du Penner, ey. Hier noch Das ist ein wirklich. Hühnchen zu ruppen. Ich meine, ich sehe ihn nicht mal auf mich zufliegen, aber er trifft mich. Das ist nicht normal. Also, finde, sollte so nicht Ja, sein. Astoria ist halt nicht normal. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass irgendjemand gegen ihn eine Chance hat, wenn er überhaupt total fit wäre, so. Falsche Richtung! Mann, wo schlägt er denn hin? Ey, es hätte treffen müssen. Das weiß ich. Ach, komm schon. Das ist doch nicht sein Ernst. Ist doch nicht dein Ernst. Au. Ich krieg auch noch mal einen auf. Oh, du tötest mich jetzt nicht. Er hat dich getötet, oder? Na, ja, ich glaube schon. Alter. Ein fieser Sack. Zählt mich jetzt tot. Zählt nicht. Okay, gut, die nächsten Tode, die ich aber richtig verlebe, werde ich noch wieder notieren, weil sonst habe ich heute gar nichts geschafft hier. Nicht mal mein Todeszähler hochgeht. Obwohl doch, einmal bin ich eigentlich heute gestorben. Natürlich. Da wollte ich doch, Schon, ja. da wollte ich doch so gierig nach den, nach dem Item, was da lag, ganz am Anfang. Ach, nachträglich. Bedüms. Man könnte ja fast hinzuschreiben, ja. Glaube, ich muss morgen auch noch mal richtig schön farmen, wenn du zockst. Also wenn du hier Monkey Island machst. Wie kann man Noch denn da mal ein nebenbei paar nicht Mal. hingucken? Nein. Nee, nicht Astorias. Einfach nur farmen, damit mein Ausdauerbalken mal höher geht. Ich habe zwar geguckt, ich bin bei 30, aber irgendwie ist mir das auch ein bisschen zu wenig. Okay. Blub, das war falsch. Mal gucken. Und wenn mal mache ich so eine Farming-Session, da habe ich alles auf 50. Du meinst, Kondition hast du jetzt auf 30 oder? Habe ich ja auch nicht mehr. Vielleicht Beweglichkeit hochmachen. Ach, bei nicht, ja. Beweglichkeit? Also Die Beweglichkeit habe Kondition ist ich doch der grüne aus. 40. Ja. Jetzt Ach, bin das ich ist. verwirrt. Also Kondition müsste das grüne Ding sein, ja. Ja. Aber Beweglichkeit gibt es ja auch Beweglichkeit nochmal. ist. Ja, das ist aber Geschick Ja eher. gut. Das ist ja das, wofür ich auch meine Lanze habe. Bogen. Der Bogen halt Ja, auch und Bogen halt, mitunter. genau. Ja, aber weil das ist halt vor allem der Speer halt so schön damit skaliert. Muss auch noch mal gucken.
Ich habe ja eigentlich auch den Dämonenspeer, aber der ist noch nicht so weit, dass ich ihn benutzen könnte, würde ich sagen. Der braucht noch ein bisschen. Weil der skaliert nicht so schön damit. Hier, wenn man das mal kurz zeigen kann, ist alles Warte, mit C. legt die Anzahl erstmal. Kondition, legt Ausdauer, Ausrüstungsbelastung und Blutungresistenz fest. Und die Beweglichkeit, Attribut zur Führung fortgeschrittener Waffen und stärkt Waffenangriffe. Also die Beweglichkeit hat nichts mit dem Ausdauer und so zu tun. Ah, im Zweifelsfall einfach mal nachgucken, aber ich traue mich immer nicht. Jetzt habe ich alles wieder Warum? de-equipped oder so am Ende. Quatsch. Ja, die Stiefel sind so cool. Hm? Entschuldigung. Ja, ich habe gerade auf meine Stiefel geguckt. Oh, mein Jesus. Ja. Fashion Swords. Sorry. Boah, was ist denn hier los? Party, Ja, ich wie wollte gerade sagen, immer. und ich bin nicht eingeladen? Offensichtlich schon, aber. Ei. Einfach an vorbeigeschlagen. Aber manchmal denke ich mir auch, mein Charakter ist peinlicher als alles andere. Kann man den backsteppen? Try it. Leider Aber du machst nicht. echt ordentlich Damage, also das ist schon geil. Er auch. Ja, aber manchmal denke ich mir so, ach komm, Eve, die hat doch den erst dreimal getroffen, aber wieso ist denn seine Lebensleiste schon halb runter, so, ne? Ey, you don't touch me. Wir sind doch gar nicht so weit, Jetzt dass du das schon. machen sollst. Nimm mal Eve, die ist viel näher bei dir. Er nimmt mich auch. Er dreht sich qualvoll im Kreis. Er weiß nicht, wie er hin Au, mich! Von hinten! Ach, der ist schon ein bisschen eklig hier mit seinem Splatter-Padder. Und ich treffe nicht mal! Was ist hier los? Wow. Aber die Musik ist geil. Ja, die Musik ist geil. Der Bosskampf macht eigentlich auch richtig Spaß, muss ich sagen. Ich würde nur gerne mehr Taten machen. Wow. Aber kleiner müsst, also kleiner Scheiß macht auffliegen Dreck? Keine Ahnung. Weil Ah. wie ich mich manchmal einfach nicht rantraue. Lieber 20 Mal in den Po stechen, als einmal in den Po gestochen zu werden. Ja, denke ich mir auch manchmal. Wow. Nein, falsche Richtung. Oh, Toss. Nein, ich töte ihn doch schnell. Ja, deswegen habe ich halt einen Dolch. Normalerweise kann ich halt mehrmals schneller mit zustechen, aber bei ihm klappt das halt echt nicht, ne? Speer. Speer, ja. Sorry. Ach Gott. Ah, irgendwann komme ich auch mal mit einem Dolch um die Ecke. Dann wird er schon sehen. Da muss ich aber ganz schön nah rankommen, du, ey. Holy moly. Oh, beim 1000-Fuß-Dämon, als ich den gemacht habe, manchmal habe ich das Gefühl gehabt, da sind auch Newbies dabei gewesen. Also die halt den zum ersten Mal machen, die haben die Cutscene einfach nicht weggedrückt. Tja. Dauert halt, ne? Du musst dir halt einen Gegner Ja. aussuchen, der mehr bringt, aber weniger Cutscene hat. Wie halt eben der Feuerdämon. Der war halt einfach nur plopp von oben runter. Du kommst rein, der Typ liegt schon halt am Boden und du haust einfach nur noch drauf. Das ist auch echt nett. Ja. Düdüdüdüd. Ach, wie wär toll wäre das, wenn wir beide auch Demon's Souls zocken könnten, ey. Ach ja. Demon's Souls. Das Hipster Dark Souls. Nein, das ist das Urgestein von Dark Souls. Also, das ist das bessere Dark Souls. Definitiv. Ja. Am meisten Yuat. Ich mag Yuat. Seine Jojot. Hardenrüstung. Das esse ich zum Frühstück. Jurt. Jurt, das stille Ritter.
Ach ja. Da ist ein Und Schatten gerade Hasenrüstung. durch. Ja. Und Hasenrüstung deswegen, weil der so zwei Stiele nach oben weg hat. Sieht echt lustig aus. Er hat dann auch Wieso? Spikes an den Schultern, Spikes an den Füßen und so Du ganz meinst spitze, gekringelte Stiele wie so ein paar Bandspur. Eisstiele oder was? Ah, ich werd gerufen. Eher Spitzen. Aber es sieht halt aus wie ein Hase mit sehr spitzen Ohren. Welkers Jotus-Voll. Degen. Man sollte ihn nur nicht am Leben lassen. Floop. Tada. Okay. Hä? Na los jetzt hier. Ding noch nicht offen, ja. Oh Mann. Ich hab's eigentlich gar nicht so eilig. Ist okay. Ach ja. Ah, zu früh ausgewichen. Dafür habe ich mal meinen ersten Treffer heute gelandet hier. Oh, aber er dafür noch nicht. Wir sind uns viel zu ähnlich, Astorias und ich. Well, es hätte meinen Fuß treffen können. Einfach nicht den Spot zum Angreifen. Das ist so. Oh, Es kann ja auch sein, dass er einfach Flächenschaden macht, wenn er so von oben runter donkt. Also extrem Flächenschaden, dass man da wirklich so einen Zentimeter zu nah dran steht und dann kriegt man schon. Ich hätte eigentlich nochmal zupoken können. Dann kriegt man halt zu viel ab. Ach Mensch, Eve. Das sieht immer so haarscharf aus, ey. Oh, Mal hier keinen Matsch hin. Wow. Ich hab nichts gesagt, ich hab nichts gesagt. Dein Matsch ist voll toll. Ich hätte auch gern sowas. Wow. Das war schon ausschlaggebend dafür. Ah, falsche Richtung! Was ist Mensch, denn schon merk wieder dir so das bei doch mal, dir? Eve! Das interessiert ihn eh nicht. Nein! Mist, er ist zu früh geflogen. Also, ich bin zu früh ausgewichen, glaube ich. Dieser Schrei! Noch nicht mal halb leer, der Top hier. Oder halb voll. Man weiß es nicht. Badarumps. Also ich würde am Anfang schon sagen, es kommt mir irgendwie leichter vor, gegen ihn zu kämpfen, weil wir nur zu zweit gekämpft haben, also heute. Als zu dritt. Das fand ich irgendwie schwieriger tatsächlich. Aber kann ja sein, weil am Anfang und man muss sich dran gewöhnen und so. Ja, ich glaube, wenn Gate oder irgendjemand anderes jetzt noch mitmachen würde, wären wir zwar nochmal raus aus dem Schema, von wegen, geht so nicht, aber ich glaube, es funktioniert trotzdem. Aus dem Schema? Achso. Weil, Du meinst immer mit einer ablenken und der andere versucht zu genau. schlagen und so. Genau. Ja, aber ich mache halt echt nicht Das so viel ist. Schaden. So als schneller Attacker ist man hier irgendwie ein bisschen fehl am Platz. Also man hat natürlich immer gut getimte Angriffe, aber boah, ey. Es dauert halt länger, sagen wir es mal so. Du bist nicht fehl am Platz, es dauert halt ein bisschen länger. Ja, klar, die Gegner werden schwerer mit mehr Leuten, aber einer mehr macht auch mehr Schaden und dann ist es auch wieder ausgeglichen. Ja. Dann hat man vor allem noch jemand mehr, also da hat man halt drei Leute und dann kann sich immer noch mal einer abwechseln und sagen, ja gut, dann renne ich jetzt kurz rein. Weil wie schnell ist man tot, wenn man sich mal nicht kurz heilen konnte, weil er wieder den Fokus auf einem hatte. Ja. Geht halt auch halt Aber viel schneller. nein, Gate muss ja unbedingt einem Eid beitreten, beziehungsweise das Spiel auf Platin bringen. Und kann deswegen uns nicht helfen. Ich mache ihm da gar keine Vorhalte. Ach Also, Quatsch, warum auch? alles entspannt. Also, wir haben dich ja auch sowieso nur gefragt, ob du mitmachst. Und oft genug haben wir eigentlich auch Leute gehabt, die wir dann abgewiesen haben. Also, ja, also wäre heute noch mal jemand jetzt gekommen. Okay, aber jetzt. Ach, so lange haben wir auch nicht mehr. Eine halbe Stunde höchstens. Dann müssen wir Ich hatte sehen. auch mal angepriesen, ich habe so viele Leute, die mit uns spielen würden. Ja, es ist gar keiner mehr da. Weil ich alle meine Freunde verkraule. Ja.
Ich bin ja noch da. Muss ja nicht alleine spielen, den Mist. Ja, Ah, alleine so hätte ich es auch wie nicht ich gespielt. Das hätte damals. ich nur, irgendwie privat alleine gespielt. Nee, ganz ehrlich, ich kann mir das Spiel wirklich nicht mehr vorstellen, alleine durchzuspielen, so komplett. Es war halt echt immer hart. Am PC habe ich es ja ein ganzes Stückchen geschafft, aber nee. So ohne die Erfahrung. Man hat zwar immer ein paar Leute drin gehabt, die einem nur ein bisschen geholfen haben, aber das war dann auch mal Glück, wenn die mit reingekommen sind zum Spielen. Sonst hätte ich ja Ja, Ornstein auch nie geschafft. das Dark Souls, was halt vorher rausgekommen ist, ich glaube 2013, also das nicht das Remaster, sondern das andere, das ist ein Zack schwerer. Oh. Drehst dich doch sonst immer so schön. Nein, 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 lass das. Du Penner. Ach so, du drehst dich auch weg. Okay, dann trinke ich mal einen Schluck. Na, jetzt war er schon wieder weg. Ah, verdammt! Oh, ich brauche auch Sauer. Der ist ja schon wieder bei mir. Also eigentlich darf man nicht zu weit von ihm weggehen, weil dann springt er wieder. Wo ich die Sprungattacke eigentlich nicht schlecht finde. Weil da kann man schön ausweichen und dann hinterher schlagen. Weil er Ich dann versuche jetzt im einfach Moment immer gestaggert ist. auszuweichen. Heil die Fresse. Was hast du vor? Ja, Eve Jetzt schon. strikes again. Ja, wir haben unsere drei Was? Balken wieder geschafft. Eve strikes Ja. again und so. Ach, du warst da gar nicht bei mir. Erzähl mal nicht. Gut, ein Schlückchen. Seid ihr Das hilft nicht wieder wieder? besser. Ja, gut gemacht. Ich hätte es noch nicht einmal getroffen, aber gut gemacht, Eve. Haben wir vor? Manchmal könnte ich echt kübeln. Na, was hast du jetzt vor? Komm, mach deinen Sprung. Sorry. Hä, was war das denn bitte? Alles. Irgendwie hat er einen Sprung nach vorne gemacht, aber ist dabei nach hinten geslidet. Ey, wie dreckig ist das denn bitte? Guckt nach vorne und dreht sich auf einmal nach hinten zum Schlagen um. Nein! Geh weg! Oh. Es ist wieder soweit. Die Tasse ist halb voll. Ja, Hälfte. Komm zu mir. Uah. Ja, mach deine. Ah, oh, verdammt. Töte mich nicht. Oh, das war jetzt richtig close. Oh, ich hab nur noch einen Estus. Oh Gott. Was macht der da hinten? Au, 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 au. Nein, nein. Tuff, tuff. Nein! Oh, komm schon! Ja, mach das ruhig. Schade. Ach, nicht doch. Fast. Ich will Aber auch ich die habe mich auch Punkte nicht hängen. kriegen. Ja. Aber hey, also, wir kriegen den schon weiter runter. Das ist schön. Das ist so. Warum hast du dich da?
Ja, okay. Ich trinke einfach mal einen Estus. Warum nicht? Ja. Ach ja. Also heute ist wirklich schön zu beobachten, der Lernprozess. Er kommt und geht. Aber ich denke mir trotzdem, vieles ist auch irgendwie ein bisschen glückabhängig hier bei dem Spiel, ob man mal gut gerollt ist, ob der jetzt die Attacke macht oder doch eine andere. Ja, ob man das Timing richtig erwischt und so. Na, ich glaube, da kann man echt noch viel auch falsch machen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja gut, das Timing muss halt stimmen. Das muss man treffen. Ja, aber er macht auch ab und zu mal nochmal hier und da eine andere Attacke als das, was man erwartet. Oder Ja, halt, wenn er ja. sich halt wirklich auf einmal umdreht und mich dann schlägt, obwohl er gerade noch auf Eve ausgeholt hat. Ah, das ist fies. Das ist echt. Ja, man muss So. halt bei Astorias mit allem rechnen. Das ist dämlich. Hey, wenn wir den jetzt besiegt haben, ja, die anderen Gegner, pfff, die lache ich aus, ey. Ich habe jetzt echt keine Ahnung, wie lange wir die denn schon versucht haben, aber hey, 2 Stunden? Ist okay. Weißt du, und dann gehst du mal in die Gemeinde der Untoten zurück und lässt dich von so einem Hühnsoldaten töten. Weil du die absolut unterschätzt. Ja, na, nee, eigentlich. Also ich unterschätze eigentlich, glaube ich, keinen mehr so wirklich. Auch die Anfangs-Skelette davon, die habe ich auch sowieso echt Angst. Da renne ich dann lieber. Ja. Also ich denke mal, Achso, einfach mal probieren was wir es noch. Remastered? Weil Remastered halt, was es halt einfacher macht, ist die Passwortsuche. Das hattest du halt im Vorigen halt nicht. Also nicht in nicht Remastered. Ja, ich weiß. Deswegen hatte ich ja damals auch mal Probleme, noch Leute zu finden, die mir helfen, auch tatsächlich. Bei denen ich dann wusste, okay, die können dann auch was. Ansonsten war es manchmal so ein bisschen, okay, der kann jetzt weniger als ich. Was? Ja, da hatte ich mit einem Kumpel es gerade mal bis zum ersten Wildschwein geschafft. Also bei den Doppelgargoyles. Och, nicht doch. Hä, wo ist der denn jetzt hin? Weiß ich nicht. Ich glaube, der hat sich aus der Bahn werfen lassen, nachdem er Attacke von mir da bekommen hatte. Ach Mist. Ich dachte, jetzt machen wir eine große Attacke, aber das lohnt sich so gar nicht. Ich bleib bei meinen kleinen Pieksen. Schon, News. Ich hoffe, jetzt schmiert ihr das Spiel nicht ab. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh gut. Ja, man vertraut sich halt auch irgendwie trotzdem blind. Man muss ja nicht mehr reden können. Ich habe mir trotzdem Sorgen, dass er dann durch die Gegend leckt. Oh, holy moly. Nein. Und ich töte ihn jetzt ganz schnell. Hallo. Da ist er wieder. Oh. Ach Mensch. Hat ohne Kommunikation doch nicht geholfen. Wie spät haben wir denn? 10 Minuten nach, komm, ein Run kriegen wir Zwei. noch. Zwei kriegen wir noch. So, ich bin mal ganz kurz weg, ich bin gleich wieder da. Muss mich auch menschlich machen, ne?
Stechen. Dankeschön. Was ein Luxus. Ich liebe meine Mutter. Ah, ich sollte mal hingucken, wo ich den Latsch. Uns fehlt ein Dritter, ja. Ein bisschen. Und Internet, das auch. Essen. Oh. Aber du kannst ja nicht, du bist ja in Neu-London und versuchst da die Four Kings zu machen. Verständlich, ich würde die auch irgendwann machen. Wir müssen die ja auch irgendwann mal machen. Was man nicht alles für Platin machen möchte, ne? Aber hey, solange unser Wille da ist, den zu machen, schaffen wir den auch. Ups. Vielleicht nicht auf den Giganto hinrennen. Nein! Ach. Wozu hat man ein Schild auf dem Rücken, wenn er nicht funktioniert? Schlagen halt durch, ne? Aber weißt du, was unfair ist? Meine Mutter ist gerade reingekommen und hat mir was zu essen gebracht. Jetzt steht das neben mir. Ich noch 10 Minuten warten können. Ich habe auch gedacht, Mutter, ich wollte doch runterkommen. Nee. Ich weiß, dass du nur deswegen im NG Plus bist, Gate. Das hast du vorhin auch schon versucht zu erklären. Hä, fehlt euch was? Ja, Gate fehlt. Oder irgendjemand anderes Drittes. Ah, Quatsch. nee, Ich schimpf mir das auch so. eigentlich mehr Glück. Mir mehr Schaden zumindest. Mir fehlt Ja, dann wirklich ist der dein. Sch Schaden. Ja. Oh, musst mal gucken, dass du irgendwie dein Speer. Also dein Speer ist ja schon voll aufgewertet, ne? Der ja, aber ich bin ja gerade dran, den Mondspeer noch zu machen. Dafür fehlt mir auch den Mondtitanit. Das könnte ich ja eigentlich jetzt farmen gehen noch. Ah. Aber der ist mir echt ein bisschen zu stark alleine. Ach so. Wenn das Gebiet kann man halt leider keinen Wärter mit reinrufen, das geht halt auch nicht. Das ist auch doof. Vor allem nicht vom kurzen Weg. So. Ah. So, da war jetzt diesmal seine Rolle wieder. Wow! Seit wann Doppelattacke Ich hilft die treffe mich? den einfach nicht. Jetzt aber. Nein. Hey! Oh, falsche Richtung. Der kann sich aber auch so schnell umentscheiden, in welche Richtung er sprintet. Zählt das nicht als Backstep? Oh Mist. Nein! Nein, lass mich! Pfui aus! Solange er immer nur mein Schild ruft, ist alles okay. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Deswegen hat er auch Auf wen? Komm, auf zwei mich. Rollen zurückgemacht. Ah, es wäre die Opportunity gewesen, da drauf zu schlagen. Nicht getroffen? Okay, gut. Was? Auf Boah, dich? Wichser. Will! Vorsicht. Sag mir doch mal jemand, dass er vor mir steht. Der Penner, ey. Der hier durch die Gegend laggert. Ja. Stimmt, es ist wieder halb voll, das Glas. Ah, verdammt. Und Yves dann drinnen. Wollte mal wieder mehr. Oh, das war zu früh. Ei, nein, 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 nein. Wow. Na, was ist hier los? Ach, ich bin dran, okay. Nein, ich habe seinen Rundumschwinger vergessen.
doch jetzt schon weg. Diesmal fordert er mich echt heraus hier. Ja, weil ich nicht dazu komme, ihn zu treffen. Das ist das Dämliche. Ich bin dafür, dass er sich teleportiert. Wir sollten ihn bannen. Was? Ja. Oh Gott, noch drei Balken, ey. Und ich habe keinen Flakon mehr, ne? Ach du Scheiße. Ja, du hast ja nur fünf. Ja, aber diesmal hat er mich echt herausgefordert. Ich weiß halt auch echt nicht, auf wen er immer geht. Weg, 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 weg! Oh. Okay. Kriegen wir hin, Anni. Kriegen wir. Ganz ruhig. Ich bin ruhig! Au. Ja, natürlich. Ich würde es gern mit überleben hier, muss ich ehrlich sagen. Ich will mein Leben nicht viel opfern. Ja, ja, alles gut. Ich halte ihn jetzt nur noch ein bisschen hin. Au. Ja. Ich halte ihn hin. Weg da! Nur noch eins. Ich kann jetzt gerade nicht. Also. Schon. Nein! Ein ich war zu langsam. Keine Energie mehr gehabt. Ich piek dich jetzt kaputt, Mann! Ja! 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 Gut gemacht! Der Penner, ey. Nee, nee. So. Gut gemacht, Ali. War's wert. Sonnenlichtmedaille bekommen. So. Hast du alles? Nee. 30.000 Cash und eine Seele. Und wir haben es gepackt, endlich mal. Ah, oh, endlich. Ich muss so dringend auf Klo. Oh, gut gemacht, Anni. Warte. Wup, wup, wup. Ich kann nicht beschreiben. Wie, du musst dringend auf Klo? Ich dachte, wir machen das jetzt nochmal bei mir hier. Es lief zu gut. Ach ja. Von mir kriegst du auch einen. Alter. Vielen lieben Dank. Ich musste ihr jetzt einfach mit meinem. Ja. Mit meinen letzten 10 HP einfach eine runterhauen. So. Es hat funktioniert. So, ich guck erstmal, wo wir hier. Wo ich hier. Ein Feuerschirm. Da vorne. Ach Gott, das ist jetzt sowas vom PvP-Gebet hier. Das ist PvP. Das ist definitiv PvP hier. Also, wer das geschafft hat, der muss halt was drauf haben und darauf hoffen die ganzen Leute, oder was? Nee, das ist einfach nur PvP. Und das Tolle ist. Scheiße, das ist zu wenig. 50.000, das ist immer noch zu wenig. Ach je. Ich glaube, bei mir könnte es tatsächlich gerade reichen. Bin ja bei 52.000. Ich werde sie vermissen jetzt schon. Sind die Seelenchecks so egal? Bitte kein Invader, bitte kein Invader, bitte kein Invader. Ich will wenigstens ein Level up haben. Oh, das reicht. Oder? Reicht das? Nein! Oh, oh, oh. Bitte keinen Wetter, bitte keinen Wetter, oh mein Gott. Nur eine. Jetzt in der ganzen Zeit, in der wir spielen und hier rumlaufen, kommt kein einziger Invader. So, was mache ich, was mache ich? Ich mache das da. So. So. Und jetzt wieder raus. Noch eine Runde oder musst du erstmal schnell wohin? Im schlimmsten Fall hören wir eh gleich auf. Wir haben 21 Uhr. Ach, eine Runde kann man bei dir nochmal probieren. Okay. Aber dann ist wirklich. Dann, also ansonsten Donnerstag. Donnerstag machen wir es definitiv. Ja, also wir haben jetzt heute 1,5 Stunden gebraucht für den ersten Astorias. Weil du ja noch mit Chester gespielt hast. Genau. Das ist dann, okay, denke ich. Am Donnerstag schaffen wir den dann. Instant. Locker. Beim ersten Versuch. Glaube ich nicht. Beim zweiten. Wir müssen erstmal wieder reinkommen. Ja, stimmt. Dann eben beim fünften.
immer noch voll fast. Optimistisch. Ja, wir haben ja gelernt, und das vergisst man nicht. Das ist alles Das ist wie Fahrradfahren. Gehirnspeicher. Ja, klar. Jetzt direkt einen Invader. Ja. Nee, jetzt ist es ja eh egal. Also. Ich meine, ich stehe hier auch schon in Ewigkeit rum, hatte keinen einzigen. Bäh, gestimmt. Hier draußen ist das nicht. Also vor Astorias ist das nicht. Ja. Es ist nach Astorias. Das ist das Problem. Oh, jetzt bin ich so fucking orange. Mache ich noch Oh, weniger das wird Schaden ein als Spaß. sonst? Das wird ein Spaß. Wieso denn? Zwei Estus-Flakons. Aua! Und der erste ist schon weg. Ich dachte, jetzt kommt noch einer. Okay, gut. Ja, so habe ich mir das gerade eben auch schon vorgestellt. Ey! Und jetzt habe ich gar keinen mehr. Nur zur Ja, Info. also wir schaffen es heute nicht mehr. Die machen es am Donnerstag dann. Ja, bleiben die Reichweite wieder zurück. Aha! Au. Und bereut. Insta-bereu. Nein! You don't touch me! Erstmal in Kaputt. Panik 10-mal abhauen. Ja, ich You bin auch did da. it! You did it! Zu viele Nachrichten. Wieso, was hab ich denn gesagt? Achso, Astorias. Ich hab Astoria schon wieder gesagt, ne? Entschuldigung. Au. Ja, das war's. Meine Beine sind immer nach oben gezuckt. Ich wollte es noch mal wissen. Tja, das war's für heute. Boom. Ja. Ich ziehe mir trotzdem noch meine Menschlichkeit rein, sonst vergesse ich es beim nächsten Mal. Ah, ist das Schimmel in meinem Gesicht? Sah ich schon mal so hässlich aus? Ja. Ach ja, nee, machen wir am Donnerstag, ganz entspannt. Kriegen wir dann hin. Genau. Und Geld macht dir da keinen Stress. Ich trainiere auch noch mal ein bisschen Artorias bei anderen Menschen, hoffentlich. Astorias, oder? Artorias. Okay. Ey, ich wollte gerade das Spiel beenden. Was soll das? Und Invader bekommen. Ach Mensch, geil. Na gut, also vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Also den Invader zeige ich euch natürlich noch. Da, Wenn ich nee. den verkacke. Ich bin raus. Eve macht das alleine. Jo. macht's gut und bis zum nächsten Mal, ne? Ciao. Ciao, ciao.